Es ist etwas passiert, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Etwas, das das Zeit-Raum-Kontinuum völlig durcheinander bringt und etwas, was uns zu diesem heutigen sehr besonderen Video bringt. Peso und 6PM haben gleichzeitig etwas gedroppt. Und mit gleichzeitig meine ich auch gleichzeitig, denn beide haben am vergangenen Freitag, von mir aus gesehen, ein Piece gedroppt. Beziehungsweise bei 6PM waren es mehrere Pieces. Heute also nicht nur ein Peso-Unboxing, sondern auch noch 6PM. 6 de la tarde. Es kann wirklich nicht mehr schöner werden, es fühlt sich gerade an wie Weihnachten. Also für euch sollte es sich so anfühlen. Also let's go. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem Video. Fangen wir mit 6PM an. Hier haben wir ein mehr als merkwürdiges 6PM Paket, denn da steht komischerweise, ich verstehe auch gar nicht wieso, High Snobiety drauf. Denn wie es viele von euch mitbekommen haben, hat 6PM mal wieder eine Collab rausgebracht. Zuletzt ja Vertebrae und jetzt High Snobiety. Und anscheinend kommt als nächstes auf uns was mit Young Hoon. Gehst du zu denen und sagst so, hey, also du gehst in den Himmel und sagst, hey, du bist gar nicht weg, du bist doch noch hier. Da hat man nur so ein paar Leaks gesehen. Es ist komplett crazy, was 6PM dieses Jahr alles schon so gemacht hat. Erst die Pop-Up-Tour verbunden mit den Basics, die bei About You dann gedroppt sind. Dann die ein oder andere, auch teilweise exotische Kollaboration. Jede Menge Drops. Und jetzt, gerade an dem Tag, an dem ich es aufnehme, gibt es in, das muss man sich auch mal vorstellen, in Mailand eine Runway-Show von 6PM. Ich bin mal gespannt, was dann da so in Zukunft noch kommt. Ob man jetzt jedes Piece feiert oder nicht. Ich persönlich fand ja zum Beispiel die Vertebrae-Collab nicht so gut, was das Design und so anging. Das sei mal so dahingestellt, aber alleine, was da alles hintersteckt, das ist irre. Und da muss man auch einfach mal sagen, dass man denen das Hack wirklich mehr als gönnt. Viel geredet, wir haben jetzt hier dieses hübsche Paket. Ich habe es gerade eben schon gesagt, die zweite Collab dieses Jahr von 6PM heißt Nobiety und da sind insgesamt 4 Pieces rausgekommen. Ich glaube, es war so. Ich fand insbesondere die Designs der T-Shirts sehr interessant und mal ein bisschen was anderes. Das hat 6PM so in die Richtung noch nicht so wirklich gemacht, aber ich habe mich für etwas anderes entschieden. Oh, wow. Das nenne ich mal eine sehr nice Verpackung. Auch wenn man hier einfach direkt irgendwie beleidigt wird. Das hier ist der 6PM X High Snobiety Hoodie in Schwarz. Und ich muss sofort sagen, er fühlt sich erstaunlich gut an. Ich glaube, ich hatte sogar noch nie einen Hoodie von 6PM. Vielleicht liegt es daran. Der Stoff ist wirklich, der ist mies stabil. Also er fühlt sich sehr hochwertig an. Und wir haben natürlich, das ist das zweite, was mir auffällt, diese abgerundeten Taschen unten an der Tasche. Das finde ich sehr cool, wird seit Medina Blues, soweit ich weiß, gemacht und gibt dem Hoodie noch immer das gewisse Etwas. Vorne ist so ein kleiner Stick drauf, ich glaube nicht weiter wichtig. Und hinten dann ein sehr dezenter Print, würde ich sagen. Das ist entgegen meiner Erwartung kein 3D-Puffer-Print, sondern es ist einfach ganz normaler Laserdruck, glaube ich. Wobei man echt sagen muss, dass der sich wirklich gut anfühlt. Ich weiß nicht, ob Prints sich gut anfühlen können, aber wenn ja, dann tut er das. So viel mehr kann man zudem jetzt gar nicht sagen. Man muss zugeben, künstlerisch ist das natürlich jetzt nicht das Allerkrasseste. Man hat halt hinten die zwei Markenlogos drauf. So. Allerdings brauche ich jetzt für den Herbst, Winter noch so ein, zwei schwarze Hoodies. Die stehen auch so auf meiner Einkaufsliste. Und da ist der ein sehr heißer Kandidat für. Ich bin sehr auf den Fit gespannt, den wir uns dann gleich anschauen werden. Bevor es um Fit geht, machen wir noch kurz das Peso-Paket auf. Vorher würde ich euch allerdings sehr, sehr stark ans Herz legen, einfach mal den ersten Link in der Beschreibung abzuchecken. Der geht nämlich direkt zur Heat Movement Sneaker App. Wenn ihr die noch nicht habt, dann habt ihr irgendwas in eurem Leben falsch gemacht. Ihr wisst ja, YouTube-bedingt bestelle ich ab und zu mal das ein oder andere Paket und irgendwann setzt einfach so dieser Punkt ein, wo man sich nicht mehr so richtig darauf freut, so, also nicht mehr so diese geisteskranke Vorfreude hat, wie ihr das vielleicht auch kennt, sondern sich denkt so, ah ja, neues Paket. Und dann ist es immer was sehr Schönes, wenn man dann doch ein Paket hat, wo man sagt, oh, das muss jetzt aber mal schnell ankommen, ich habe richtig Bock drauf, bla bla bla. Das hier ist eins von denen. Übrigens, das ist eine merkwürdige Peso-Verpackung. Also normalerweise kommt das in Kartons, hat man hierfür wohl nicht als nötig erachtet. Das hier ist das wirklich unfassbar lang erwartete Personal Tee von Peso und ich bin froh, es endlich zu haben. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte gedacht, dass das nie rauskommt, weil Justin das, keine Ahnung, vor ein paar Monaten mal auf Instagram anhatte und dieses Personal spricht ja sehr stark dafür, dass es halt nur für ihn gemacht wurde. Allerdings war die Nachfrage wohl so hoch danach, dass man sich jetzt doch dafür entschieden hat, das Ding noch zu releasen, um nochmal den einen oder anderen Groschen mitzunehmen. Wir haben hier die unfassbar krasse Peso-Qualität. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile alle, wie sich das anfühlt und wie krass einfach der Peso-Stoff ist. Ich brauche das nicht mehr genauer ausführen. Genau wie beim 6PM-Pulli ist das einfach ein ganz normaler Print, also nichts irgendwie mit 3D, nichts Besonderes, einfach mal wieder was Standardmäßiges. Und generell erinnert mich das Artwork eher so
an 6 PM. Also Peso macht normalerweise nicht so schlechte Sachen, aber finde ich ehrlich gesagt mal sehr erfrischend. Ich habe es am Anfang des Videos angeteasert, es ist das Unfassbare passiert. So krass ist es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es war ein schöner Aufhänger fürs Video. Peso und 6PM haben zur genau gleichen Zeit gedroppt und das ist vorher nicht passiert, weil ich mir ziemlich sicher bin, also zu 99%, dass sich Justin und Ashraf bzw. irgendwelche andere verantwortlich hinter den Brands natürlich vor den Drops absprechen und sagen, okay, wir releasen an dem Tag und dann sagt die andere Brand, okay, das wollten wir zwar, aber weil wir so nett sind, sagen wir, dass wir eine Woche später releasen und. So wird das wahrscheinlich hinter den Kulissen ablaufen, weil das natürlich für beide Brands besser ist, offensichtlicherweise. Warum das dieses Mal nicht so ganz geklappt hat, weiß ich logischerweise nicht. Es ist allerdings im Ansatz damit zu erklären, dass High Snobiety, soweit ich weiß, ihr Berlin-Event hatten und der Hoodie dementsprechend diesen Freitag released werden musste. Und Peso hat es vermutlich an genau dem Tag released, weil sie ja aktuell eine Winterkollektion oder Winter Raws oder sonst was schon am Shooten sind und die bald kommen. Bitte eine gute Winterkollektion. Ist kein Riesending, die Welt geht jetzt nicht unter. Ich fand es aber doch sehr interessant. Ich würde mal vorschlagen, ich ziehe die beiden Sachen an und dann schauen wir weiter. Alright, ich habe meinen Job gemacht, ich habe die Sachen anprobiert und habe auch schon wirklich ein feuerfestes Fazit dabei, was es in sich hat. Vorher aber, und nein, ich sage jetzt nicht, dass ihr meinen Kanal abonnieren sollt, falls ihr das denkt. Vorher solltet ihr ganz genau zuhören, denn, und das ist völlig absurd, ich kann es gerade auch selbst nicht fassen, beziehungsweise ich kann es schon fassen, weil es lange geplant war. Ihr könnt dieses T-Shirt hier, also genau das, was ich gerade trage, gewinnen. Unter diesem Video gewinnen. Ich wusste schon direkt, dass ich dieses Giveaway hier machen werde, als ich gesehen habe, dass das T-Shirt released wird. Denn ein T-Shirt zu kaufen, was Personal Tee heißt und auf dem Personal draufsteht, und das dann zu vergiveawayen, das ist nicht lustig. Also lustig wäre hier das falsche Wort, aber es ist ein wenig ironisch und von daher machen wir das. Genau drei Sachen müsst ihr machen. Nummer eins, mir auf YouTube folgen. Ist, glaube ich, klar, brauche ich nicht weiter erklären. Nummer zwei, mir auf Instagram folgen. Der Gewinner wird dann auch darüber kontaktiert und generell solltet ihr das machen. Und Nummer drei, schreibt einfach einen Kommentar unter dieses Video. Es ist mir echt wirklich unfassbar egal, was ihr da reinschreibt. Wünscht vielleicht den anderen einen entspannten Tag oder sagt, was ihr von diesen Pieces hier haltet oder beleidigt mich und meine Familie komplett weg. Macht, was ihr macht. Möchtet und dann habt ihr die Chance, dieses T-Shirt hier zu gewinnen. Und mir fällt auch gerade ein, wenn ihr schon mal dabei seid, dann seid auch so nett und gebt dem Video ein Like. Dankeschön. Jetzt aber zum Fit und auch direkt Fazit. Und ich bin unfassbar erstaunt von dem Hoodie. Also wirklich geisteskrank überrascht. Das sage ich nicht einfach nur so, ich bin es wirklich. Denn der Fit davon ist crazy. Zugegebenermaßen, man muss alle Bündchen sowohl unten als auch oben einklappen, weil sonst sieht das scheiße aus, als wenn man so Schläuche an den Armen hätte. Das sollte so nicht sein, aber wenn man die alle einklappt, also auch unten rum, dann sieht es wirklich krass aus. Also wenn das der normale 6PM-Schnitt ist, dann lasst mich das, by the way, sehr gerne mal wissen, weil ich noch nie einen Hoodie hatte. Beim Tragen ist mir aber aufgefallen, dass ich den Print hinten vielleicht doch ein bisschen zu penetrant finde, zu groß und plakativ. Ich weiß nicht, das ist einfach nicht mehr so meine Wave. Das T-Shirt hier, also euers, um genau zu sein, finde ich, ja, was soll ich sagen, es ist halt ein Peso-T-Shirt, sehr gut. Der Fit davon ist dieser Slim Fit, das ist Size M, by the way, also ihr gewinnt dann ein Size M T-Shirt und ich finde, das Einzige, was man daran bemängeln könnte, ist, dass es unten ein bisschen zu lang ist. Also es könnte noch so ein bisschen kürzer sein, aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Wir haben eine fette Quali, wir haben einen richtig guten Print, der einfach sehr nice aussieht und Peso ist sein Geld meiner Meinung nach eigentlich fast immer wert. Für mehr geilen Seth Julius Content könnt ihr jetzt eins von diesen beiden Videos hier abchecken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Lasst es euch richtig gut gehen und ciao.